Eieiei, herzlich willkommen zur Overwatch Beta und diesmal sind auch Breezer und Mamatan mit dabei. Da sieht man sie. Und bei der Musik muss ich ja eigentlich McCree nehmen. War bei dir auch gerade so mexikanisch? Ja, ja. Beste Musik, ey. Hola, ¿qué tal? Was sind wir? Wir sind Verteidiger? Nee, da nehme ich Torbjörn. Ja, die sind alle so... Tor, das ist immer eine Tor des Monats. Ja, Torbjörn, geiler Mann, los geht das. Prepare your anus. Nein, ich hab schon so einen coolen Skin für Dings hier. Bastion. Hui. Ja, beim irgendwie in so einer Lootbox drin. Ah, ja. Dickes Case-Opening gemacht. Das ist halt so geil, die haben so viele nette Ideen. Das ist halt typisch Blizzard. Die können das halt. Und die können Character Design und dieses Ganze drumherum. Ich finde, du kommst rein, hast direkt das Gefühl, als wärst du irgendwie in. Wie hieß es? Dieser Animationsfilm mit dem dicken, lustigen Roboter? Baymax. Diese ganze heldenhafte Musik und dieses Ganze drumherum. Ich finde das so gut. Ja, da hinten sind sie schon. Ich stelle jetzt hier mal Turm auf. Der Turm des Zwergen, den man dann mit Hammerschlägen aufrüstet, das ist halt schon sehr Team Fortress. Aber, geschenkt. Hier kriegst du auch noch viel von mir. Ja, ja, das Schwert da. Das Gute ist ja auch, ich mach auch keine Schritte, ne? Mit Ach, Sinnetta. Nee, echt? Ach, ja, du hast nicht laufen halt. Da links rum. Holt sie einfach rein mit der Minigun. Ja, ist Reinhard. Ich glaube, von links kommen die. Von links, ja. Von links bei Creek. Hab ihn. Nice. Hier, Arme. Oben die Pharah. Ah, die sehe ich jetzt erst. Die Ramp flank mach ich. Ich baue mal hier einen neuen Turm hin. Und gleich mal wieder aufhämmern. Ich kann hier als Torbjörn kann ich Schrott einsammeln. Das sieht man da. Ich hab schon meine Ulti. Nice, hau rein. Ui, ui, ui. Also ich aber. Achso, das bist du ja gar nicht. Ich bin gerade tot. Die Sniper-Tante hat. Ich hab auch meine Ulti. Und ich hau sie auch schon gleich raus. Jetzt schieße ich dem leider die ganze Zeit auf ein Schild, was überhaupt keinen Sinn macht. Hier, oh, shit. In die Black Widow reingelandet. Gerannt natürlich. Oh, hier kann die rumlaufen. Ja, das ist schon ein schönes Spiel. Macht sogar Spaß, weil man stirbt. Ja, ich habe auch die ersten 4-5 Runden gespielt und habe direkt mal an Blizzard getwittert. Habe ich gesehen, ja. Wie genial das einfach ist. Oh, mein Turm ist wohl kaputt. Mein Baby. Rechts von uns sind auch welche. Ich habe trotzdem irgendwie noch einen gekillt. Achso, der wahrscheinlich Assist. No one can hide from my sight. So, ja, dieser Hammer dient natürlich auch als Nahkampfwaffe. Wie sinnvoll das ist, wird sich zeigen wahrscheinlich erst, wenn man Ulti anhat. Ach scheiße, die sind ja noch gar nicht so weit. Sniper da in der links im Torbogen. Uiuiui. Dann hat der Reinhard mir mit seinem Hammerschlag einen verpasst. Der Reinhard hat Ulti an, also zumindest möglich. Oh, schön. Aber Reinhard, finde ich, ist halt auch so ein cooler Typ, sage ich immer wieder. Oh, ich merke gerade, ich kann euch ganz viele Armor Packs ausgeben, denn ich habe ständig Schrott gesammelt, wie man, wie gesagt, an dieser rechten Anzeige sieht. Oh, jetzt fängt Reinhard den Turm an zu schießen. Weggecharged. Oh, mach schneller. Nee, McCree. Ist da einfach mal ins... Ja, McCree mit seiner Ulti ist halt übelst krass. Ja. Was macht der dann? Gute Position. Der wie bei Red Dead Redemption. Ach so. Quasi so ein... Dieses Deadeye. Ja. Ja. Dann hat er Autolock und wenn die Ulti sozusagen die Leute getaggt hat, dann drückt er einmal einen Knopf und der macht bum 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 alle weg. Oh lol, wir wurden... Das Schild hat geblockt, das ist krass. Oh, oben im Torbogen drin. Oben drin, tatsächlich. Hab sie. Schön eingesackt. Ulti! Jetzt aber und jetzt gibt's halt Nahkampf. Ah, es ist so weit weg. Oh, und gepinnt. Oh, Hammer gegen Hammer. Der Reinhard hat einfach die Größe drin. Pre
Freezer schön am Dauerfeuern. Da komm ich an. Oh, da hat er mich erst an die Wand gehämmert und mir dann noch halt verpasst. Ja, die Ulti von Torbjörn sieht so aus, dass er ganz viel Rüstung und hat und mehr Schaden macht als normal. Aber in dem Moment hat es wohl nicht gereicht. Wäre ich mal lieber hinten geblieben. Direkt unter uns, ah, hab ich. Sarah hat mich, aber ich hab sie auch. Oh, mein Turm ist ja weg. Ich hab wieder Ult. Ah, Mist. Ja. Oh, oh, oh. Kann ich mir selber Rüstung hinlegen? Ja. Die Tante von oben. Hey, Next Justice. Excellent T-Shirt. Oh. Weggesnabbert. Oh ja, hat's aber auch schön gemacht. Oh, das auch. Ja, wenn niemand an dem Dings steht, könnt ihr den auch zurückdrücken. Ja. Den, den Wagen, ne? Das sollten wir auch mal probieren. Wobei, ah, von hinten, Risa. Sind ja nur noch 22 Sekunden. Wobei, die sind knapp vor dem nächsten Dingspunkt. Was? Was? Ich komme gerade mal um die Ecke und direkt genatzt. Ja, Wahnsinn. Ja, gut gesnipert. Das ist immer wieder ein Spiel, wo man, wenn man gut snipern kann, weit kommt. Aber ich kann es halt leider gar nicht. Und wir haben trotzdem... Oh nein! Warum? Weil die so knapp davor sind? Einfach jetzt wegdrücken. Ja, jetzt. Das schon. Oh, die Slow-Mo ist so geil, auch das mit der Minigun wirklich, jetzt. Ja. Achso, ja, ich finde das grundsätzlich cool, dass du danach noch ein bisschen weiterschießen kannst. Da sind wir alle. Nee, was sind wir schön. Passen auch so schön zusammen. Ach, der Breezer. Jawoll! Schön. Ehre wie Ehre gebührt. Das ja. Soll direkt der Anfang, ne? Da kam sie raus. Okay, einfach ja, Bastion ist halt super krass. Kurz nachladen. Und weiter schlachten. Nice. Oben links kam auch noch die Pharah angeflogen. Aber hier, Turret Kills, ich finde, da kann man mich auch mal recommenden hier. Ich habe 47% des Teamschadens gemacht. Krass. Aber ich habe 30% Kill Participation. Also wir sind ja, alle gut. Ja, ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß, denn wir machen jetzt direkt noch eine Runde. Genji ist übelst nice. Pharah ist halt relativ einfach. Was auch nett ist, man kann sich dann auch immer anzeigen lassen, wie schwer die zu spielen sind. Und Pharah ist wirklich einfach zu spielen. Die hat halt einen Raketenwerfer und das ist es dann auch schon. Und so Leute wie, weiß ich nicht... Oh, Junko, hier, die, wie heißt sie? Ja, Zarya. Die ist übelst schwer zu spielen, finde ich. Ja, die ist echt kompliziert. Aber ich könnte auch mal heilen, obwohl das ein bisschen... Nee, Angriff ist Angriff. Da braucht man schon Raketenwerfer. Jetzt gerade nur kein... Komm, Bit B, nimm Support. Oder wie auch immer denn. Achso, hier auf der rechten Seite, habt ihr kurz gesehen, gibt es immer auch den Tipp, was man, was dem Team eben noch fehlt. Und uns fehlte auch sowas Support, wieder. Aber, eine super Idee. Ja. Freezer ist wirklich... Ich lager mal wie viele von den Dingern hast du dabei? Alle. Ich gehe da mal ein Stockwerk höher, denn ich kann so ein bisschen fliegen. Ich weiß nicht, ob hier dann oben die Türen auch aufgehen. Wenn nicht, bin ich ja total, verpasse ich total viel Zeit, verplemper ich total viel Zeit. Ich hoffe mal, dass hier oben die Tür auch aufgeht. Dann kann ich nämlich gleich da rüberfliegen, von oben leuchten. Und wenn nicht... Ach, wo ist denn eigentlich... die Taste für Spray Tag. Ach nein, das ist nicht. Z, glaube ich. Nee, T. Das schauen wir doch mal. Ein T ist. Chat. Scheiß drauf. Finde ich nächste Mal raus. Jetzt wird erstmal gerocket launched. Wahrscheinlich geht die Tür jetzt nicht auf. Nee, die Tür geht auf! Ah, Tico! Ich hab mich direkt mal durch teleportiert. Oh, ach, da unten, scheiße. Ah, Geschützturm oder was? Ja, Geschützturm. Ah, da war ich schon so schön da oben, dann. Ah, mit einem Schuss in die Luft. Ach, wie süß, wer war das? Tracer. Tracer Tong. Huh. Oh, Soldier 76 läuft da hinten rum. Ich hab da aber hinter denen auch nicht aufgeräumt. So, Wagen rollt. Bierkills. Ja, 4 Kills und 4 Stück habe ich damit erwischt.
So, ich kann mit E, kann ich die Leute wegschubsen. Sieht richtig gut aus gerade. Fahren die richtig schön zurück. Oh, jetzt tut es mir aber auch gerade ans Weh. Ich kann gerade nicht fliegen. Ich rechts kann auch so ein neben bisschen dem Payload in dem Haus noch welche. Ein bisschen so fliegen. Das waren so Sentries. Ah, dieses dumme Ding. Ich dachte, ich hatte gehofft, es sei irgendwie ein Heilungsstrahl. Aber nein, war es nicht. Ich will aber auf jeden Fall noch mein Ulti voll machen. Aber es dürfte noch eine Weile dauern. Ich habe meine jetzt gerade. Oh, rennen. Dafür ist Farah halt auch geil, ne? Schnell über die Map. Übelst mobil. Oi. Mama Tante. Das war der Hanzo. Hattori Hanzo? Ja. Das ist schon wieder so ein Kackding. An dem Wagen ran. Ja. Genau, ein paar Stunden nachgeladen. Ach, das ist dieses Ding. Musst du da auch irgendwie noch Knöpfchen drücken oder geht das dann mehr oder weniger schon alleine, wenn du in der Crew bist? Oh, jetzt bin ich gerade. Die triggert irgendwie einmal kurz und dann musst du glaube ich einmal noch drücken und dann ballert der los. Nein! Lol. Oh, ich hab mich genau hinter dir teleportiert. In die, in diese Geschütze von, wie heißt die? Diese, Karma-Tante da. Ja, bis man die Namen raus hat, das wird noch eine Weile dauern. Oh, was? Rechts, diese Laser, die machen übelsten Schaden. Aber echt krass. Gut, ich habe jetzt irgendwie vier von denen kaputt gemacht. Aber haben auch nicht was weggeschnetzelt. Ja, das ist von dieser Tante, die viel Schaden macht. Die schwer zu spielen ist. Also. Oh, wie süß. Scheiße. Aber jetzt habe ich meine Ulti. Muss ich irgendwann auch mal auspacken. Lisa, was machst du da? Warte auf das E-Pack. Jetzt recken wir hier oben, aber bitte hart. Da hinten stehen sie schon. Ach man, das Rain. Schüsse nicht blocken kann. Shit. Mit der Ulti aber wirklich auch einfach mal keinen gekillt. Fuck. Shit. Da kam drei Leute angeschossen. Ja. Dicki. Ich sehe mich vielleicht doch mal schnell noch die Tracer, dann hat man die auch mal gesehen. Ach so, oder brauchen wir Heal? Wäre, glaube ich, nicht schlecht. Moment, ist das ein Turm, oder? Relativ festgefahren. Ja, da steht so rechts, da steht dieser Turm. Der ist, ja, ich hol mal Heal. Und zwar Mercy. Ach, der hat da noch so einen Laser da oben noch. Die kann nämlich mit Steuerung in dem Fall, kann sie befreundeten Spielern hinterher springen. Das ist so ganz nett. Dadurch bewegt sie sich auch echt ziemlich schnell. Ja, komm, ich mach dich voll. Ja, da kriegt man nämlich auch gleich schön Assist mit. Luisa, ich heile mal an. Oh ne. Schnell mal auf Waffe schalten. Waffe! Wo ist denn meine Waffe? Ah, shit. Falsche Taste. Und ihr Ulti ist es natürlich dann, Leute wieder zu beleben. Wie ich halt meine Waffe nicht gefunden habe. Hanzos Pfeile. Ich habe das Gefühl, die one-hitten einen manchmal einfach. Mann, du bist schon. Was? Ja, jetzt hat er mich auch. Ja, gut, das war nicht One-Kill, denn ich bin schon mal angeschossen worden. Der hat auch Ulti ready. Oder sieht jetzt einfach immer so aus? Denn jedes Mal, wenn ich in der Kill-Cam bin. So, ich kann reviven. Oh, was mache ich denn hier drüben? Hier will ich doch gar nicht hin. Ja, hier kommen wir aber irgendwie nicht so wirklich durch gerade. Ja, ich sterbe hier immer nur, ich muss mal hinter euch bleiben und euch einfach ein bisschen healen da. Der Nahkampf gegen McCree macht halt überhaupt keinen Sinn. Back in the fight. Ja, wir waren anfangs
Waren wir da schneller. Das muss ich auch sagen, ist gerade ein doofer Punkt an der Map. Also ja, ich würde das jetzt nicht an die, auf die Map schieben. Die sind halt, haben halt sehr oft so Engpässe. Das ist ja auch nicht okay so. Oh, Alter, diese Turrets hier. Ja, machen wir auch mal weg. Heilig dabei. Hab ich gerade mal. Hab ich jetzt alle nicht. Haben wir sie. Die Selbstschussanlagen stehen an jeder Ecke. Du kommst rum und wirst einfach von denen sofort weggemäht. Aber das ist ein Turret, ist da weg, mal. Lass mal versuchen, rechts zu pushen. Ja, wir sind jetzt schon mal ein gutes Stück weiter. Ich heile jetzt den Normatan, bis er stirbt. Heile jetzt nur noch. Ja, hier. Bei ihm kann man das auch eine Weile machen. Hier bei mir. Habe. Boah, jetzt hab ich gerade übelst weggeräumt. Oh, jetzt geht hier auch noch der Alti von Diva hoch. Oh, oh. Ja, gleich haben wir den nächsten Payload. Marin! Hinter dir, rechts von dir? Ja. Ich schieb das Ding hier mal alleine weiter, oder wie ist das? Ach, tatsächlich. Ach ne, da oben ist noch einer drauf. Sehr gut. Ja, Heilung macht. Oh, da ist wieder so ein Scheißding. Alter, oh, der hat so es nicht. Warum wechselt er die Waffe nicht? Ja, jetzt dann. Weil ich immer auch die falsche drücke. Vielleicht liegt es daran. Ihr müsst ja aber weiterkommen, ne? Ich bin hier mit dem Dickmann ganz alleine. Das funktioniert, ja, aber. Das Problem ist, dass ein paar hinter uns sind. Und dann schieben wir das eben alleine weg. Geht. Was? Oh nein, der Creature wieder. So, kann ich mich selber reviven? Nee. Er hat mich gestunt. Hanzo kommt von hinten. Ich heile da mal ein bisschen rein, der bringt ja nichts. Ne, jetzt muss ich hier den ganzen Weg rennen, aber wir haben es ja fast. Der Hanzo macht One-Hit. Heroes never die. Links ist der. Heroes never die, Breezer. Ich bin an dir ran. Oh je. McCree hat auch noch Ulti an, wie es klingt. Gleich haben wir's. Wo bist du denn? Versteht das? Ich bin nach oben gesprungen. Instant tot. Kriegt das irgendwie nie hin, diese Ulti von Reaper auch mal durchzukriegen. Von wem? Von Reaper. Ich drücke immer Q und dann sterbe ich aber sofort. Ja, der braucht dann immer so 2 Sekunden, um da aufzubauen. Mercy in Bereitschaftsdienst. Hä, manchmal spricht Mercy auch Deutsch. Was ist los mit der? Ja, die spricht in der deutschen Version, spricht die Schweizerdeutsch. Ach. Ziemlich witzig. Und sie dann, nein, bitte, du kannst mich nicht. Und wieder. Instant weg. Ja gut, ich kann wieder reviven, wenn es soweit ist. Oh oh. Nein, dich will ich gar nicht. Dich will ich doch. Ah, ich glaube, das will ich doch. Ah, ich kann nicht holen. Das gewesen, egal. Moment, brauchen wir alle. Oh, McCree schießt wieder. Ich suche gerade. Sie sind ja alle critical. Einen mitgenommen, hinten der Bestie, wenn wir hoch vom rechten steht der. Ich schieb gerade noch, sieh weiter. Verlängerung, ja, 3 Meter noch. Nicht ja, einen noch revived. Hoffentlich hat's gereicht. Ne, 2 Meter noch. Wie lange geht das? Die? War's. Ah. Na gut, Mamatan muss es regeln alleine. Gegen 3 schaff ich's nicht. Doch, schaffst du! 3 Meter vor. Lauf weiter! Oh. Die Füße! Ja, die haben uns also geschlagen. Ah, der Razor, der war schon krass und der Hanzo war auch krass. Torbjörn, ja. Krasser Typ. Sehr viel krass gesagt in den letzten Minuten. Aber ja, wir hatten am Anfang geil Schwung und.
Und dann haben wir ihn leider verloren. Aber nächstes Mal wird alles besser. Ach, guck mal hier. Der Tor ist auch vorgeschlagen. Ich stimme eigentlich immer nur für mich selbst. Ihr müsst das aber auch machen. Ist das also auch jemand, der seine Facebook-Likes? besucht meine Facebook-Seite und findet es heraus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.